Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch zur nächsten Schlacht um Mittelerde in der Liga. Wir befinden uns jetzt nämlich im Spielplan, warte, Runde 3, das weiß ich, Spiel 2 müsste das sein, ne? Spiel 2, ja, Handy-OP an dieser Stelle. Powerkartoffel gegen Ghidorah. So, wollen wir es denn? Hier. Und die Frage ist, wird Ghidorah Morde erhalten? Wird Powerkartoffel wieder Münzen werfen? Dann wird der Timer starten. Also, der Timer wird starten, auf jeden Fall. Das ist nämlich schon die Frage, worauf wir die Antwort haben. Und zwar, genau. Ja, haha. Okay, wir sind Zwerge. Ghidorah hat also schon mal keinen Mordor. Und wir sehen Orks. Powerkartoffel hat Orks. Und wir sehen hier eine Karte. Oh Gott, wie hieß die? Lonely Mountain in der 1v1-Version. Irgendwie sowas, ne? Guck mal, das ist Gloin. Und dein. Ja, komm. Ja, was ist das hier? Rohstoffstaat. Ah, Rohstoffstaat. Gucken wir uns erstmal die Map an. Wir sehen hier Trolle. Ein Gasthaus, was so schön ist. Doch hier, ja. Was hier schön in der Ecke ist, kann man gut erobern. Das ist eine der Custom-Generierten Karten. Hier oben fährt auch ein Streifwagen rum, wie ich gerade gesehen habe. Ich spiel kurz hier wieder. Vierter Gang, okay. Halle der Krieger. Sehr gut. Noch mehr Streitwagen. Ist eine schöne Karte. Hier der Fluss. Ne? Der Erebor-Fluss. Wie hieß der? Welcher war das nochmal? Na, hier endet er. Ist hier ein Ongast? Ja, das hier ist auch ein Gasthaus, okay. Ah, da geht die Map. Hier gibt's Minen, das sind sogar Zwerge am Arbeiten. Alter. Orkgrube. Aha. Weiter noch so ein bisschen hier im Chill-Modus. Guckt euch mal den Zwergen-Bauspeed an. Jetzt schon Viertel fertig? Hälfte fertig? Ich gucke jetzt auf den Timer. Ja, keine Ahnung, so 10 Sekunden, 20 Sekunden, jetzt wie Hälfte. 20 Sekunden wie Hälfte, fast. Auf jeden Fall super schnell. Was wird denn jetzt gebaut? Eine Kluft? Oh Gott, eine Kluft! Ey! Das könnte lustig werden. Ich hätte jetzt ja mit dem Gang gerechnet. Kommt wahrscheinlich jetzt der Gang, oder? Ja, da ist er ja. Ja, die Karte haben wir uns natürlich schon gebührend angeguckt. Deshalb werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir sehen einen Schießstand. Ja, und die Orks, die Bogenschützen. Die gehen bestimmt creepen. Volkraffel hat den Kartenkenner-Vorteil, weil er die Karte selbst gebaut hat. Er weiß, wo die Creeps stehen. Okay, Schießstand. Habe ich doch schon gerade kommentiert, oder? Ja, habe ich bestimmt kommentiert. So viel zum Kartenkenner-Vorteil. Ah, gut, man vergisst ja auch gerne mal, wo man was gebaut hat. Hätte auch hier rumgehen können, dann wäre safe gewesen. Zwerge gegen Orks, natürlich ein tough Matchup. Ghidorah baut einfach mal alles, was er bauen kann. Ein Phalanx. Noch ein zweiter Phalanx? Okay. Ja. Aha, wir haben Zwerge. Oh lol. Und dann hat er zugeschlagen. Wurde eigentlich schon gescoutet? Ghidorah an Teilen, Pocket auf in der Hand nichts genommen. Okay. Na ja, gut, gegen zweimal Axtschleuderer. Ich denke mal, Kartoffelchen wollte einfach mal scouten. Okay, Ghidorah baut noch mehr Verlangen. Verlangen. Lol.
dass das nicht gesehen wurde. Da wird jetzt gleich abgebrochen. Mal gucken. Oh, hier ist auch ein Kriegssocken drauf. Kartoffeln. Ja, bisschen zu. Bisschen viel zu spät. Mit Gesang und Giftklingen wäre das Gebäude schneller down. Ist jetzt natürlich schlecht. Also, schlecht nicht. Also, nee, schwer wollte ich sagen. Ist halt schwer gegen den fetten Stack halt zu harassen. Wollen wir Axtwerfer einen absoluten Gebäudeschaden haben? Da werden jetzt auch die Bogenschützen nicht viel machen. Oh, diese süße Sandwich. Na, guck mal, einen konnten sie umhauen. Ach, Ochs gegen Zwerge. Ein schönes Matchup. Wurde das abgebrochen oder zerstört? Nee, es war fast auf 100. Es wurde neben dem gewonnen. Baumeister, by the way, tot. Und die Trolle hier machen Brusthauen. Alter. Jetzt bist du dran, Grauer. Nee, okay. Na gut, jetzt hier. Ghidorah verteidigt den Harris mit seiner gesamten Armee. Kommt aber noch schon die nächste Welle. Und ein Gläun. Ja, jetzt wurden Giftklingen aktivieren. Jetzt sieht man auch schon viel mehr Schaden an den Schacht. Das heißt nur mit Giftklingen. Und gerade der Klump beim letzten Schacht war noch besser. Ja gut, Gläun hat einen Zwergenschlag gemacht. Level schön. Hat leider nicht gereicht. Geht es wieder einfach nur für diesen einen fetten Angriff? Der ist tatsächlich das Spiel einfach beendet? Kartoffel greift ja von unten an. Jetzt haben wir nur mit Orks ohne Trolle. Ich denke mal, die Trolle. Ja, jetzt gehen die Trolle. Jetzt gehen die Trolle los. Oh, das könnte ein Base Race werden. Wohin laufen die? Ist das Titanmodus mit Ablenkung oder? Okay, wir müssen jetzt auf zwei Orte gleichzeitig achten, meine Freunde. Ich als euer super Kommentator werde das natürlich hinbekommen und gleichzeitig beide Seiten kommentieren. In der einen Ecke wird einfach die Base eingerissen, der Orks, und jetzt in der anderen Ecke, oh, da werden ganz schnell die Türme aufgesetzt. Wird das reichen? Banner-Bild, denke ich, by the way. Nee, komm, das sind 5 Trolle hier draufhauen. Hier, schlechter Klump von Ghidorah, die hier hauen alle nicht mit drauf. Der erste Power-Kartoffel hat die Festung eingerissen. Kann ich actually mit Steuerungstruppen arbeiten? Nee, nicht im Replay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier oben wird ein Halle-Krieger gebaut. Das ist ein Rennen. Paukartoffel hat noch unten die Basis, die Kluft. Müsste noch irgendwo einen Baumeister haben. Tut mir leid, jetzt muss ich aber viel klicken. Ich will wissen, was passiert. Okay, da, wo rennt denn der zweite Baumeister von Paukartoffel? Achso, der hat ja gerade hier gebaut. Das heißt, der wird irgendwo hier in der Umgebung sitzen. Jedenfalls wird jetzt hier überall in der Karte was gebaut, panisch. Vielleicht ist der Baumeister auch gestorben. Da hätte ich es tatsächlich nicht bemerkt. Oh Gott, und ich sage hier noch super Kommentator. Ich halte die Augen offen, natürlich. So. Das ist ein Minenschacht, das ist ein Minenschacht, das ist ein Minenschacht, das ist ein Minenschacht. Hier sind dann die zwei Gebäude, die jetzt gesehen werden. Der Bauer, was da hier unten ist, abgehauen.
Also am schlauesten für Ghidorah wäre es jetzt irgendwo in Reichweite seiner Armee. Aha, hier wird weitergebaut. Ein Minenschacht. In Reichweite seiner Armee hier jetzt was aufzubauen. Das ist ein Trolley. Ghidorah hat auch schon gebrochen, dass die ganzen Angriffe immer von unten kamen. Ich glaube, Powercraft als Baumeister ist tatsächlich gefallen. Minenschacht. Oh, schwierig. Der Baumeister hat noch einen Minenschacht geschafft. Kommt hier raus. Lol. Just a prank, bro. Ja gut, wir werden sehen, ob das letzte, aber kein Baumeister hat, also. Oder ich bin einfach nur blind. Aber ich glaube, dass gerade der Baumeister vom Powerkartoffel gefallen ist. Aber ja, da ist es GG. Lol. Ja, hier wird's noch nicht abgebaut, okay. Schade für Powerkartoffel, dass er die Baumeister verloren hat. Ja, Game Over, 10 Minuten. Gut, Timer muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Es war wieder ein kurzes Video. Oh, da freut sich der Upload. Schade zum Zuschauen, aber schön für den Upload. Gut, was kommt morgen für das Spiel? Achso, ja gut, was? Warte, nee. Jemals nach Reihe nach Reihe. Tipps. Ja, Powerstoffel hat halt sehr viele Ressourcen dafür aufgewendet, unten diese Trolle zu bauen. Da war halt auch der Plan. Hat an sich auch funktioniert. War nur unglücklich für ihn, dass er beide Baumeister verloren hat. Hätte er die Spinngrube lieber in die Ecken bauen sollen. Und dann wäre das so ein lustiges Battle gewesen mit den Gängen und den Tunneln und den Baumeistern. Und es hätte lustig werden können. Ja gut. Und Ghidorah hat halt gewonnen, ne? Scheint funktioniert zu haben, was er macht. Gemacht hat. Morgen kommt dann Bellyman gegen Schattenmeister. Kommentiert vom Geo. Aha. Bin ich mal gespannt. Tschüss. Ciao.